Jawohl, Leute, hier ist euer HD Bucket heute mal mit einem ganz anderen Video. Und zwar FIFA 15, die Prognose. Wir fangen mal mit dem Bayern-Fan, mit dem Bayern-Team. Meine Lieblingsmannschaft, kann man, verurteilt mich, sorry, ist eben so. Ich werde natürlich auch noch andere Teams machen, aber wir fangen da mal an mit dem FC Bayern-Team. Und ja, wir fangen mal mit dem lieben Tormann an, Manuel Neuer. 86 im FIFA 14, ne? Ja. Er hat sich eigentlich ein Upgrade verdient, ne? Er war Team of the Season, Team of the Year. Dann noch ein I2 International Man of the Match. Und das ist schon unglaublich. Also, meine Prognose für Manuel Neuer. 88, klar. Ihr seht es ja hier. Auf jeden Fall bekommt er die Upgrades und auch verdient. Also, ich weiß nicht, warum er es nicht verdient hätte. Und manchmal sind die Sachen realistisch. Ja, Reflexe, Diving ein bisschen hoch. Ist schön so. Und gut. Kommen wir mal zum nächsten Spieler. Und zwar Philipp Lahm, unser Rechtsverteidiger. Ja, der Junge ist nochmal richtig abgegangen diese Saison. Aber ich denke, eine Änderung braucht man nicht. Meiner Meinung nach bleibt er ein Rechtsverteidiger. Pace. Ja, man hat's gesehen. Ich weiß nicht, ob da was ändert wird. Er hat eigentlich mehr. Ich würde eigentlich auf 81 Pace plädieren, wie ich jetzt hier auch anzeige. Und das Defensivverhalten, die Defensivwerte steigen auch um 2 bei mir. Dafür gebe ich eine bei Kopfball nochmal -2 und Dribbling auch noch +2. Also nicht wichtig für den Verteidiger, aber doch schon eigentlich verdient, weil in dieser Version, in dieser FIFA, in diesem FIFA-Teil hat er nicht die besten Werte bekommen und das finde ich ein bisschen schade. Hat mehr verdient. Die bekommt er von mir. Und ja, gehen wir zum nächsten Spieler. Und das wird Jerome Boateng sein. Der Junge hat eine klasse Saison gespielt. Er hat ein Man of the Match bekommen. Ein Upgrade in der Winterpause auf 83. Und ja, das ist ein klasse Typ. Er hat in der WM wirklich alles abgeräumt. Er hat einen Ronaldo ausgeschaltet. Er hat einfach klasse verteidigt. Und ja, ein richtig robuster Mann. Meiner Meinung nach kriegt er noch ein Upgrade. Und zwar Pace auf 76 hoch. Passen 75. Er hat die geilsten langen Bälle. Und eine Passgenauigkeit, die ist schon unglaublich. Und defensiv auch nochmal hoch. +5. Kopfball +2. Dann sind wir auf 84 Defensive und 84 Kopfball. Hat er auch eindeutig verdient. Zwar nicht der beste Kopfballspieler, aber in der Defensive, da haut er jeden Kopfball raus. Nicht so kopfballgefährlich, aber ja, er haut einfach jedes Ding raus und hat auch verdient. Meiner Meinung nach, klasse Mann. So, und wir gehen zum nächsten Innenverteidiger. Und zwar zu Dante. Ja, keine so starke Saison. Er war mal stärker gewesen. Letzte Saison 2013, als wir die Champions League gewannen, hätten wir es ohne ihn nicht gepackt. Das war ein klasse Innenverteidiger. Ja, gut, meiner Meinung nach bekommt er ein Downgrade leider auf 82. Zwar eine schwache Saison von ihm, also nicht schwache Saison, also sie war natürlich gut gewesen, aber er war halt nicht der überragende Verteidiger, den man in den letzten Monaten hatte bei Bayern, bei den letzten ein, zwei Jahren. Da würde ich auch mal geben, Pass runter auf 74 leider. Defensive auch runter auf 71. Und das war es im Allgemeinen schon. Die restlichen Werte auch alle -1. Nicht tragisch, aber ist eben so. Ja, man muss es auch selbst zugeben. Ich bin zwar ein Dante-Fan. Ich mag ihn sehr wirklich. Wer ihn nicht mag, das ist schon schade, ne? Aber er ist leider hat leider ein Downgrade bekommen. Meiner Meinung nach. Wird auch so sein. Wahrscheinlich. Ja. Und zum nächsten Spieler. Und da sind wir schon mit David Alaba, der Junge, der ist einfach unglaublich. 83 meiner Meinung nach verdient. Pace 88, Schuss 75. Wer sich noch in der letzten, vorletzten Champions League Saison erinnert, gegen Juventus Turin diesen Longshot gegen Buffon, den er nicht halten konnte. Natürlich ein Fehler, aber egal. Passen nochmal +2. Und Dribbling +1, Defensiv +1. Ja, und das waren dann schon die Werte. 83 eindeutig verdient. Er hat ja in FIFA 14 schon ein Team of the Week bekommen, soweit ich weiß. Nein, kein Team of the Week, aber ein Team of the Season. Und noch ein Upgrade im Winter auf 82. Jetzt hat er 83 bei FIFA 15. Und ja, das war's mit der Abwehr. Mit der Stammelf vorerst mal. So, gehen wir jetzt auf die 6 und da haben wir noch Javi Martinez. Ich weiß nicht, ob er Sechser bleibt oder ob er Innenverteidiger ist. Meiner Meinung nach wird er Sechser bleiben und leider ein Downgrade auf 83 bekommen.
Also meiner Meinung nach, schade, er hat die Saison nicht sehr gespielt, aber er ist ein klasse Mann. Also ich verstehe nicht, warum er nicht spielt. Er ist ein klasse Abräumer. Also der haut einfach jeden Spieler weg, Kopfball stark wie nix. Der Typ gehört auf jeden Fall eigentlich in die Startmannschaft. So, leider gehen damit die Werte runter. Pace alles runter auf 1, so passen. 75. Def auf 82, Kopfball 81. Nun, so ist es halt. Er hat nicht gespielt. Ich hoffe, er kommt nächstes Jahr zu mehr Einsätzen. Ich weiß es aber leider nicht. Ich hoffe es. Und ja, damit ein kleines Downgrade für Javi Martinez für FIFA 15. Okay, kommen wir zu Bastian Schweinsteiger, dem Leitwolf der ganzen Mannschaft und auch der Bayern. Und ich würde sagen, Pace, da gehört auf jeden Fall einiges dabei. Da hat FIFA wirklich sehr untertrieben die Saison. Ich würde ihm noch angeben, 69 Pace. So langsam ist der Kerl gar nicht. So. Und der Rest wird auch so bleiben. 88 ZDM auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Er wird defensiv spielen. Und da ist meine Maus dann gefallen. Ist das nicht toll? Jedenfalls, ja. Kopfball auch nochmal plus 1. Er macht übelste Kopfballtore. Zumindest in Sprungkraft. Nicht in der Präzision, aber in der Sprungkraft. Das wird nachher als Ingame gemacht, ne? Darauf will ich jetzt aber auch nicht eingehen. Dribbling minus 1 ist er nicht ganz so stark. Aber sonst ist er einfach der King. Unglaublich stark. Bastian Schweinsteiger. Ja. Er hat in FIFA 15 bekommen. Soweit ich weiß, ein Man of the Match und ein Team of the Season. Ich weiß es nicht. Ein, ja. Das ist auf jeden Fall gerecht. Kein Downgrade, kein Upgrade. 88 ist ja schon richtig stark. Meiner Meinung nach verdient. Und so wird es auch bleiben. So, kommen wir jetzt auf die 10 mit Mario Götze. Ach, ich weiß nicht, ob der Zehner oder ein Mittelstürmer ist. Mal schauen, wie das in FIFA 15 gemacht wird. Meiner Meinung nach. Die Werte sind perfekt. Dribbling, naja. Upgrade bekommt er keins. Aber ich würde ihm bei Schuss auf jeden Fall 3 Upgrade geben. Kopfball minus 3. Def minus 1. Und passen nochmal plus 2. Der Junge ist schon ein Goldjunge. Er muss sich mehr zeigen. Dann wird das auch schon. In FIFA 14 hatte er eine Man of the Match Karte als Linksmittelfeld. Und natürlich das International Man of the Match. Im WM-Finale, unglaublich. Das Tor war einfach atemberaubend. Er war eine technische Meisterleistung. Also, ich will jetzt auch hier den Kommentator spielen. Das war einfach richtig geil. Und ja, meiner Meinung nach kein Downgrade, kein Upgrade. Ich war eh schon überrascht, dass der 85 kriegt in FIFA 14. Klar, er ist einer der größten Talente, die es gibt. Aber er zeigt es einfach noch nicht. Und da muss einfach mehr von ihm kommen. Leider. So, aber. Das war's, 85 bleibt's. Wir sehen uns gleich beim nächsten Spieler. Und dieser nächste Spieler wird Arjen Robben. Mann, 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 der Junge ist in der Form seines Lebens und geht nochmal richtig ab, gibt Vollgas. Ja, hier, wie ihr seht, 89er Upgrade meiner Meinung nach. Taste nochmal plus 2. Wer es gesehen hat, wer es mitbekommen hat, im Spiel gegen Spanien eine Geschwindigkeit von 37 km/h. Vielleicht kennt ihr das Tor von Bale im Copa del Rey Finale. Der wurde mit 33 km/h gemessen. Und da sieht nochmal, wie Robben richtig draufpackt. Also, der hat unglaublich viel Pace. Ich würde ihm sogar, wenn ich entscheiden könnte, 98 Pace, 99 Pace geben. Die kann er leider nicht kriegen. Aber ich denke, 94 Pace auf jeden Fall. Schuss nochmal plus 3 auf 88. Passen 81. Ja, Dribbling nochmal auf 93. Der Junge geht ab und Def auf jeden Fall nochmal auf 56. Der arbeitet auch mit nach hinten. Das ist unglaublich, der Junge, der geht ab. Das ist. Wow. Also ich komme aus dem Loben nicht mehr raus. Er hat es verdient. Er hat einen International Man of the Match, soweit ich weiß. Und das war es leider, glaube ich, schon. Nein, er hat auch einen Man of the Match, soweit ich weiß. Ja, die Werte weiß ich jetzt nicht mehr. Aber der geht einfach ab und er hat es verdient. 89 in FIFA 15. Und wir kommen zum anderen Flügelspieler und zwar zu Franck Ribéry. Der Mann, der einfach Eisen schießen kann. Ja, also leider ein Downgrade. Meiner Meinung nach auf 88 sogar. Er hat eine klasse Hinrunde gespielt, ne? Also, ich glaube, der hat 20 Spiele gemacht diese Saison. Und immer noch 12 Tore, 8 Vorlagen oder so. Also unglaublich, ne? In der Hinrunde das meiste. Also, ich verstehe nicht, warum halt der im zweiten Halbzeit so abgekackt ist, leider in der Verletzung. Und ja, dann sind sie alle ein bisschen abgeschmiert, aber
Er hätte meiner Meinung nach 89 verdient, weil so schlecht war er nicht. Er war eigentlich schon richtig stark gewesen. Nur die Rückrunde war schwach. Ich gehe aber eher von einem 88er aus, weil die FIFA eh immer Bundesliga-lastig ist und immer gegen die Bundesliga, also nicht gegen die Bundesliga, immer ein bisschen schwächer bewertet hat. Da waren so Spieler, so Ligen wie die Barclays immer besser dran. Und die Bundesliga wird wahrscheinlich schlechter abschneiden. Und da gehe ich aus von Ribéry auf 88 Pace. Wird bei 90 bleiben, Schuss geht runter auf 77 passen, auf 79 Dribbling 90. Ja, defensiv aber ein Upgrade auf 52 meiner Meinung nach. Die Bayern-Spieler arbeiten alle schön mit nach hinten, wie man das sieht. Ein Ronaldo zum Beispiel kommt den Ball nur aufgelegt. Das ist was ganz anderes. Und ja, da 88, leider, ich wünsche mir 89, aber ich glaube nicht dran. Und ja, das war's dann mit Ribéry. Und somit kommen wir nochmal zur Offensive. Und wir fangen an mit Thomas Müller. Ich habe jetzt mal schön die International Man of the Match Karte genommen, weil ich denke, 87, 88, so wird es sein, meiner Meinung nach 87 nur, weil ist halt FIFA, ne? Und ja, Schuss, die Werte sind ja eigentlich perfekt, wie sie hier gemacht sind von International Man of the Match, so richtig, okay. Aber dabei, ja, alles perfekt. FIFA 14 hatte er bekommen, ich glaube. Drei Man of the Match, ne, zwei Man of the Match und ein International Man of the Match. Boah, der Junge, der ist un. Nein, zwei International Man of the Match und zwei Informs. Unglaublich, der Junge. Ja. Und ja, ob er jetzt Mittelstürmer sein wird oder Stürmer, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, er wird Stürmer sein. FIFA macht sich da einfach. Und ja, die Werte, wie sie hier sind vom International Man of the Match, die sind okay. Und so wird es auch in FIFA 15 sein, meiner Meinung nach. Der Junge ist auch unglaublich stark. Kann vielseitig eingesetzt werden, Restmittelfeld, Zentral, ZRM, Stürmer. Zeitweise hat er ja sogar Linksmittelfeld ab und zu mal ausgeholfen. Der Junge ist unglaublich. Verdiente Werte. Und jetzt zum Stürmer, zum Neuzugang Robert Lewandowski. FC Bayern Neuzugang von Dortmund. Ja, ich schätze ein Upgrade nochmal auf 88 ist verdient, denn der Junge ist immer wieder Torschützenkönig geworden. Und unglaublich, was der wieder geleistet hat. 20 Tore, glaube ich. Und auch noch unzählige Vorlagen. Tempo daher nochmal plus 2. Schuss plus 5 auf jeden Fall. Der trifft ja aus allen Lagen. Und Kopfball plus 1. Er ist nicht dieses Kopfballungeheuer, aber er kann es auch mal machen. Und das ist auch richtig stark. Also 88 verdient meiner Meinung nach. Und so wird es auch dann wahrscheinlich sein. FIFA 15. In FIFA 14 hat er bekommen, soweit ich jetzt weiß. Zwei Man of the Match. Und ja. Verdient. Und FIFA 15, meine Prognose. Ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare schreiben. Zum nächsten Spieler. So langsam wird's weniger mit den Spielern, die ich noch habe. Ich habe ja nicht jeden Bronzespieler, Silberspieler genommen, wie Højbjerg oder Contento. Aber ja, jetzt kommen wir mal zu Shaqiri. Der Junge hat auch klasse gespielt. Die paar Spiele gemacht hat immer, wenn er gespielt hat, klasse überzeugt. Und ja. Na toll, der Junge hat leider in FIFA 14 nur ein Internet, was heißt denn nur, ein International Man of the Match bekommen, keinen Inform. Und als ZRM übermäßig eingesetzt bei den Bayern, auch natürlich in der Nationalmannschaft der Schweiz. Und ich denke, diese Werte sind gerechtfertigt. Der Junge ist unglaublich, hat immer noch ein Riesentalent und ich hoffe, in ein, zwei Jahren wird er der perfekte Ribéry-Ersatz sein. Auch der Robben-Ersatz zum Teil, der wird ja auch älter. Ja, also Shaqiri wirklich ein offensiv vielseitiges Talent. Und ja, diese Werte sind okay. In FIFA 15 meiner Meinung nach 81. Upgrade von 80 auf 81. Ja, da ist halt nicht viel gekommen. Lösung hat leider nicht so viele Einsätze bekommen wie bei Heinkes. Aber okay. Die Werte sind passend meiner Meinung nach. Und ja, das ist Upgrade. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar Rafa Fafafin, ja. Der Junge war letzte Saison ja eigentlich Stammkraft gewesen. Kann man schon so sagen. Und ich denke, er kommt zu seinen alten Werten zurück aus FIFA 13, glaube ich. Mit 79 rechts hinten. Gesamtwertung 79. Tempo wird nochmal auf 80 angehoben. Und passen auch nochmal auf 82. Defensive auf 75. Ja. Verdient. Dribbling 80. Ich finde, meiner Meinung nach ist es immer noch der beste brasilianische Verteidiger nach Dani Alves. Maicon ist einfach nichts mehr. Daher ist Geschichte der Junge. Und wer ist denn dann noch? Keiner. Daher Rafinha meiner Meinung nach hat's verdient. Und meiner Meinung nach immer noch einer der Top 10 besten Außenverteidiger der ganzen Welt.
Also ich will es auch nicht abgehoben klingen, aber es ist auch wirklich so. Da haben wir Lahm, Dani Alves, Alaba, Piszczek auch noch. vergessen. Ja, da sind halt nicht mehr so viele, ne? Da ist vielleicht noch ein Marcelo, der unglaublich stark ist. Und ja, Rafinha kommt dann auch schon in den Top 10, meiner Meinung nach. Da ist wirklich nicht mehr viel. Klischee vielleicht noch. Ja, also er hat's verdient. Und er ist einfach ein wirklich starker Junge. Upgrade auf 79, meiner Meinung nach, verdient. Leider keinen Man of the Match bekommen in FIFA 14. Aber gut, wie wir als Verteidiger, als Außenverteidiger auch Man of the Matches kriegen. Ist okay. Und somit kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar, das ist Thiago. Ja, der Junge war in der ersten Hälfte in der Hinrunde der Saison 2013-14 einfach das Juwel der Mannschaft. Auch so in der Rückrunde anfangs, bis er sich verletzt hat. Schade. Ja, Pace meiner Meinung nach hoch auf 76. Dribbling 87. Schuss. Ja, der wird auf 79 nur. Und passen hoch auf 83. Defensive auch nochmal auf 65. Auch teils als defensiver Mann eingesetzt bei Guardiola. Theoretisch würde ich ihm geben die Position ZM. Hat er gut gemacht letzte Saison. Und ich hoffe, er wird das fortsetzen, sobald er wieder fit ist. Ja, also daher denke ich, das Gesamtupgrade auf 83, ja, verdient meiner Meinung nach. Und damit kann man leben. Kann auch auf 82 sein, weil er war immerhin die Rückrunde größtenteils verletzt. Aber ich tippe immer auf die 83. Das wäre meiner Meinung nach sehr verdient. Und ja, somit hat er in FIFA 14, soweit ich weiß, ein Man of the Match bekommen. Er kein Man of the Match, eine Inform Team of the Week. Und wow, verdient auch. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar, das ist ein Innenverteidiger. Ja, noch ein Innenverteidiger. Gibt's nicht mehr so viele. Da gibt's nämlich nur noch den netten Herr Holger Badstuber. Der Junge hat ja immer noch eine 88er Bewertung gekriegt, obwohl er vor 2 Saisons eine ganze Rückrunde gefehlt hat. Ja, und diesmal wird er meiner Meinung nach eine 77er Bewertung kriegen. FIFA ist ja ein bisschen komisch dabei. Man weiß, was ein Spieler drauf hat, und wenn man halt in einer Saison nicht so stark ist, direkt ein großes Downgrade. Das war ja bei vielen Spielern so. Beispiel fällt mir gerade keins ein. Aber warte mal, ja, ich hoffe, der Junge kämpft sich zurück, kann natürlich keine einzige Special Card bekommen in FIFA 14. Er war ja die ganze Zeit verletzt. Und daher ein 77er Downgrade. Ja, Defensive runter auf 79, Kopfball auf 75, Dribbling 52, Pace 60. Passen, habe ich glaube schon gesagt. Egal. Und daher 77 meiner Meinung nach unverdient, aber so wird es halt einfach sein. Ich würde natürlich gerne die 81 lassen, weil er ist ein starker Junge. Was man jetzt auch in den Freundschaftsspielen sieht. Aber das wird FIFA eh nicht so stark werten. Der 77, ja, realistische Werte. Und das war's dann mit dem FC Bayern Prognose. Und es werden natürlich noch andere Sachen folgen. Dortmund. Ja, Dortmund. Ja, weiter. Das ist noch, etc. etc. Real vielleicht. Barcelona. Manu, die haben ja auch richtig aufgebaut. Arsenal. Und, das werden wir alles dann sehen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da. Das war mein erstes Video. Nehmt mich nicht zu hart an die Mangel. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer HD Bucket. Bis dann. Ciao.